glaube, es ist noch ein bisschen. Dann muss ich sagen, vielleicht die Lust. Immer das Warten auf Ausdauer ist ja nicht das Geilste. Ist ja nicht das Geilste. Just saying. Just saying. Spitzhacke, Garn, jetzt habe ich keinen Platz mehr für. Also Inventar ist geil. Weiß nicht, wo hier ein Schatz sein soll. Ich habe jetzt den ganzen Matsch da. Oh, alle Buffs sind weg, warte. 8. 5. 4. War komisch, also ich hatte. Oh, ich habe nochmal gedrückt, linke Maustaste. Und habe das andere Flaschen sonst genommen. Weil das halt so komisch angewählt ist in der Leiste dann. Ich frage mich halt immer noch, warum haben sie die Steuerung das anders gemacht als bei allen anderen? Dieses Umgewöhnen von 100 anderen Spielen zu einem, was jetzt so ist. Schwierig. Was kriegen wir hin? Hier. Ey, ich glaube, ich bin hier umsonst. Wenn ich hier noch mal irgendwann hinkomme, ist es wieder Ding. Ich muss mit der besten Spitzhacke herkommen. Ich gehe wieder. Kein Bock mehr. Leider umsonst die letzten 10 Minuten. Aber besser, als wenn das jetzt noch so weitergeht und ich finde nichts. Ich komme mit der besten Spitzhacke wieder her. Ich bin wo? Ich bin Erntegehöft. Oder Gehöft. Alles klar. Hier ist halt ein Fragezeichen noch anscheinend. Gut, das ist vielleicht der Schatz. Ich gehe wieder Richtung Quest hier. Alchemistenstein. Oh, ich hab gerade da geblockt, wo er zu gebissen hat. Ich glaube, das ist echt so. Wenn du es schon vorher blockst, verlierst du halt ein bisschen Ausdauer. Wenn du dann blockst, wenn er gerade zubeißt, so eine Art parieren dann. Oder so gerade da das Schild hochheben. Dann sind sie kurz betäubt. Dieses Ziel, wo ich hin muss, wo ist denn das? Das hier, Krypta, Herr Bauer. Ach, das ist wieder eine Krypta. Oh, okay. Ja, stimmt, dann holen wir den auch raus. Wir müssen alle aus der Krypta befreien. Also aus den verschiedenen Krypten, die sich in so einen komischen Schlaf
begeben haben. Es musste eine hohe... Kann auch eine Krypta, kann ja auch nicht so hoch sein wie bis jetzt. Es kann ja auch da oben sein, da unten sein, dieses eine Loch da. Bis jetzt waren die letzten zwei Krypten waren so hohe Gebäude. Wo man sich dann, wo man dann fallen hatte und sich hin und her porten musste. So, auf Ausdauer warten. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich rechte Maustaste gedrückt habe, aber ich habe es getan. Ja, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber passt schon. Geil wäre, wenn man mit dem Haken halt da überall hinkommen könnte, aber... Nur an vorhergesehene Punkte kannst du mit dem Haken dich einhaken. Hier sind wieder Feuersteine. Standard oben, jupp, dachte ich mir. Dann bin ich auf dem Weg nach oben. Okay, jetzt kommen wir wieder in ein schönes Dorf. Da sind Wölfe jetzt. Schon mal mit dem Feuersteinpfeil schießen. Konnte nicht wegrollen, Ausdauer. Weil das ist halt der Nachteil. Wie ich auch letztens schon gesagt habe, die Pfeile, die verbrauchen Ausdauer. Alles verbraucht Ausdauer, nur dieser magische Zauberstab halt nicht. So, oh, hier gibt es auch Menschen jetzt, schauen. Der ist mit so einer scheiß Waffe geworfen, der so schießt. So ein blaues Ding, ja, genau so. Krass, was der da schießt, ey. Hätte hier auch, warte. Das ist gefährlich, komm, wir machen ihn ganz normal. Das tut ja auch nicht gleich explodieren. Das Ganze. Das explodiert ja auch nicht direkt. Das landet neben mir, da kommt so ein Kreis, aus dem muss ich raus. Erstmal hier den Safe-Punkt holen. Krypta der Bauer, Alchemist. Er ist schon so ein legendärer Krypta-Ding. Hier ist noch ein Gegner, habe ich gesehen. Wo war der? Hier? Oben sogar noch einer. Zwei hier. Drei. Kann man machen. Nur gerade bis mit dem Wechsel der Tasten Alt drücken und dann auf die 2. Dann wirfst du ja die direkt, die Bombe. Nicht mal anvisieren. So, Bandage genommen und zu heilen. Weiter geht's. Metallschrott. Wichtig muss ich mitnehmen. Wichtig muss ich mitnehmen, Metallschrott. Hier kann ich... Ja, geil, Ausgrut geht hoch. Geil, geil. Du musst mal auffüllen. Wieso nur so wenig? Schutz, sitzen, schlafen. Warte. Sitzen? Schutz, sitzen, schlafen. Ja, hier Schutz, oder? Wärme fehlt.
Jetzt fehlt die Wärme. Bin zu weit weg vom Lagerfeuer, um das noch zu hoch zu pushen. Rostiges Schwert, Schaden 14. Kein Platz in der Tasche. Ja. Jetzt 14, ist nur grün. Giftschaden macht das. Schnittschaden, Wuchtschaden, Schnittschaden. Boah, ich hätte das pushen sollen zu Hause, zerlegen. Durch Runen kannst du es dann pushen. Bin ich sicher? Ob ich jetzt immer alles kaputt machen soll hier? Krieg ja davon nichts. Holz, aber Holz kann ich auch bei einem Wurm holen. Doch, Metallschrott habe ich bekommen, ein bisschen. Okay, für das lohnt sich's. Okay, kaputt machen, go. Was auch immer hier aus Metall war, genau. Heilungsstrom, ausrüstbar. Ausrüsten. Ausgerüstet. Als was? Ausrüstbar. Auch ausrüsten. Ist das? Ist einfach so ein Schuss für die Waffe? Kann ich mich damit heilen? Wenn ich auf mich schieße? Ich werde jetzt nicht auf den Gegner schießen, aber das muss ich mal testen hier gleich. Muss ich mal testen. Yo! Das einzige Loch habe ich gefunden, was es hier gibt. Wenn er rauskommen hat, ich will auf diesen. Okay, das war's. Zum Tagebuch. Darf ich mich nicht dahin porten, so wie er gesagt hat? Ja, aber ich komme halt hier nicht mehr raus. Was soll ich machen? Ich bin halt nur mal da reingefallen. Man kann sich halt hier nirgends festhalten, das ist auch zu hoch. Doppelsprung bringt nichts, Gleiten bringt auch nichts. Ich dachte erst hier. Warte. Oha! Oh, da leuchtet was. Okay, jetzt probiere ich mal was. Ist da noch einer gerade? Wie in einem Heilstab. Da ist noch einer, okay. Schießt da noch einer mit, ja, habe ich gehört. Pass, schießt noch einer. Wo ist der? Ist das nicht da oben? Der Schuss kam doch von da oben, oder nicht? Da? Da oben. In die Fresse hauen. Der Drecksau. Oh, Metallschrott gibt's echt gut hier. Ah, ja, stimmt. Diese Lagerfeuer sind das Metall. Geil. Ah, da ist eine Kiste. Okay, deswegen darf ich hier hin. Plündern vorher.
Stimmt, der Buff ist eh weg. 8. Ja, weg. Bin ich hier wieder voll? Ich wollte doch einen Heilstab probieren. Ich hab noch einen labern hören. Genau, passt. Mal kurz probieren. Komm, hau noch mal. Ah, passt. Okay. Jetzt hat den Stab. Ist auch jetzt Verschwendung, aber egal. Ich kann aber nur Freunde drauf heilen, aber nicht mich, oder? Heilungsstrom. Oh. Jo, gut. Fühle ich. Sehr geil. Nach oben schießen, dann kommt es zurück. Hier muss ich aufpassen, irgendwelche komischen Fallen oder so. Muss den Platz finden. Ich habe gar kein Nahkampfding dabei, Leute. Falscher Knopf und falsches Ding. Warte, ich wollte es probieren. Nein, nein, Fall 3! Wollte hier drücken, ich wollte den Stab halt hier. Ich wollte halt hier den Stab nehmen und sie so rippen. Och, Kacke. Kann ich schießen? Sackgasse oder was hier? Kann ich schießen mit dem? Warum? Ich hab doch geblockt, du Huhn! Rechte Maustaste, warum geht das nicht? Jetzt, das wollte ich machen. Ist das so laggy oder was? Warum tut er die rechte Maus jetzt mal wieder weg? Und warum geht mein... Braucht man da Ausdauer für das Ding? Und ich muss es... Es ist eh keiner hier, ne? Ich muss dieses... Ich tue dieses Nvidia-Ding deaktivieren. Weil das tut mein... Wenn ich ein bisschen lauter werde, tut das komplett blocken. Ich habe das nochmal nur fürs Discord, aber ich tue das jetzt hier weg. Ich habe das den Filter eh im OBS. So, zack, weg ist das. Jetzt kann OBS das Ganze blocken, die Lautstärke. So. Jetzt kann ich, glaube ich, auch lauter sein und das ist nicht so schlimm. Lautstärke noch hier geändert? Jo, passt schon. Kein Bock, dass es dauernd abbricht, das Ding. Kann ich jetzt leider nicht gegenhören, aber wird schon passen. Sehe ich ja dann in ein paar Wochen im Cutting. So, Krypta hier. Noch kein Rätsel, noch kein Hochporten, gar nichts, oder was?
Finde den Alchemisten. Ja, ich weiß. Das ist immer so ein Kumm. Okay, ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Aber da war ein Gegner gerade. Ich habe einen gehört, der hat wieder Rohr gemacht. Hier ist er. Da ist er. Hab ich. Easy. Ich weiß keinen Platz. Ich brauche ganz dringend diesen erweiterten Rucksack. Ich hoffe, den gibt es schon im Spiel und der ist nicht brutal Endgame. Der gibt dann bestimmt eine halbe Reihe oder eine Reihe. Ja, aber jede Position hilft, auch wenn es dann Scam ist. Sage ich. Auch wenn es dann Scam ist. Okay, dann holen wir den Alchemisten. Weg, wenn auf. Miasma-Seele plus 20 mehr unter Alchemist. So, dann haben wir den nächsten Freund in unserer Basis. Alle Gegenstände repariert, sehr geil. Cool, haben wir. Neuer Marker hinzugefügt. Wir haben aber in unser Team komplett noch zwei. Noch zwei Krypten, dann haben wir unser Team komplett. Dann haben wir unser Team komplett hier. Halber Commons, Interactive Map in-game mit. In-game ist hier, okay. Gut, danke, Kixi, gerade mir einen Link geschickt. Mit irgendwelchen Dingern. Minimap anscheinend für Paliwali. Ich habe jetzt kein Rätsel hier machen müssen. So, gehen wir mal dahin. Salzminen als Wegpunkt setzen. Ja, machen wir. Ja, aber ich habe keinen Platz. Hier ist Elixierbrunnen. Da ist Refugium der Flamme. Hier ist Krypta der Bäuerin. Also ich bin jetzt hier. Hab alles voll. Soll ich noch weitergehen? Weil ich kann das ja eigentlich stacken. Oder ich gehe nach Hause und lass die mal spawnen. Ich habe aber die Quest nicht gemacht von der. Egal, wir gehen noch zur Salzmine. 281 Meter. Könnten wir ja fast sogar fliegen, ey. Zack, zack, zack. Hey, dass der immer nur so. Kann der nicht ein bisschen Aufschwung? Ich habe ja das eine Game von Ubisoft gespielt. Da kannst du auch ein bisschen höher und dich bewegen. Aber der geht immer straight runter. Total dumm, finde ich das. Gib dir den Perk, dass du einmal einen Aufschwung kriegst. Dass du nach oben gehen kannst. Kostet Mana, aber. Ich werde den probieren. Ich kann es auch wieder resetten, aber ob das geil ist jetzt im Nachhinein. Der geht immer nach runter. Nach unten. Wenn ich in einmal kurz einen Aufschwung kriege, ob das sich dann so lohnt? Durch Miasma durch? Oder ist es im. Ist es im Miasma? Das erste Mal eine Krypta im Miasma? Achso, das ist ja nicht Krypta, das ist ja Salzmine-Gedönse, gell? Ja, ich seh's. Gefährlich ist, springst du dann zweimal und du aktivierst den Gleiter dann nicht direkt. Das ist ein bisschen blöd. Also du springst einmal, willst den Gleiter aktivieren, aber nein, du springst dann nochmal und dann bist du schon am Boden, wenn du Pech hast. Level 5, Alter. Wow. Chill, Level 5.
Ist eh nix. Keine Ausdauer. Okay, Level 5 ist halt wieder jetzt voll übertrieben hier. Wo ist der andere, der Range-Fuzzi? Okay, ich kann halt... Kraft. Ich kann das halt hier nicht lesen. Weil man. Ich bin ja hier irgendwo im Jasma, soll ich jetzt da Zeit hätte zu lesen. Ey! Ach stimmt, da kann ich die Zeit wiederherstellen. Habe ich gemacht. Yo, Level 5. Ah, hier ist Salz. Muss ich noch kurz schauen, weil hier sind noch diese kleinen Viecher, oder? Das war Gefahr in der Nähe gerade. Irgendwas habt ihr noch gesehen. Ja, ich höre sogar noch. Ich muss halt jetzt Licht ausmachen, das hier tauschen und irgendwas aus dem Inventar schmeißen. Nicht mitzählen. Das Geld ist weiß, ist doch nicht Mitzel, oder? Das ist nicht Salz, das Weiße? Bin ich nicht wegen Salz hier? Salzmine, ja. Muss aufpassen, Level 5 ist wild hier. Schickt die mich jetzt schon dahin? Ja, da sind welche. Mehrere sogar. Auch hinter mir, okay, cool. Zwei Minuten nur noch. Ich bin ja nicht hier wegen Salz und... Hier ist nichts Salzhaltiges. Das Ausdauer beachten. So, I see. Mana. Diese Scheiße braucht Mana, deswegen geht es nicht. Jo, da ist er gar nicht gesehen. Ich hätte diese Ding nicht nutzen sollen. Ich kann nichts looten. Diese Laterne erst jetzt zum Resetten. Okay, ich habe hier... Hier ist eine Kiste. Oh, ich hänge hier fest.
Soll man nochmal resetten hier, oder was? Keine Ausdauer. Okay, so geht das mit der Laterne Zeit resetten, aber nicht ganz, nur ein bisschen. Aber hier ist doch krass, wieder so ein hohem Levelgebiet, wo ich gar nicht hingehöre. Henkes Axt 25. Oh, ich konnte die sogar nehmen. Und der macht Schaden 14. Hey, krass. Parieren. 25. Schnell, die ist schon besser. Aber die ist auch schon Stufe 5. Ich glaube, die andere war Stufe 3. Wär die schon mal mit Level 1 oder so, die andere. Das ist eine Zweier-Axt. Da kann ich gar nicht blocken. Oh, deswegen macht die mehr Schaden. Okay, verstehe. Brutnest. Oh. Oh. Fuck, da will ich gar nicht hin. Da gibt es bestimmt so tausende von den Viechern und noch vielleicht eine große. Achtung, 2 Minuten nur, ja. Nicht, ne, kann ich nicht looten, noch nicht kaputt machen direkt. Salzmine. Voller Salz. Endlich. Deswegen bin ich hier. 1-Minute-Warning. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich laufe jetzt normal wegen Ausdauer sparen. Ich muss halt hoch irgendwie. Der Nebel ist so dicht. Ist es auch nachts? Ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht. Das ist viel zu groß, die Gegend hier. Ich sehe auch beim besten Willen nicht, ob das ist nachts. Ich sehe auch nicht, ob hier Nebel ist oder so hier. Nur so hoch wie möglich zu kommen. 2, 1. Jetzt bin ich tot oder was? Ja, sorry, ich, keine Ahnung, wo Nebel ist, wo nicht. Was habe ich denn verloren? Den Gleiter? Nee, die Sachen habe ich behalten, dann geht's ja. Ja, immerhin habe ich jetzt Taschenplatz. Und das ist der nächste Port gewesen. Okay, ja gut, ist doch nicht schlimm. Buff habe ich noch. Das habe ich noch. Und das werde ich nehmen. Okay. Ist halt nachts. Und manchmal ist es so, wenn du höher gehst, ist halt so ein bisschen Luft außerhalb des Nebels. Aber in der Nacht siehst du das ja nicht. Also sehr, sehr schwer zu sehen in der Nacht. Finde ich.
Da sind mehrere Gegner. Die Frage ist, sind das diese Level 5er hier? Da sind wirklich viele Gegner. Drei noch, okay. Glaube ich nur nachts da hier. Normalerweise sind die ja im Nebel, aber da es dunkel ist, Dunkelheit zählt anscheinend auch so wie Nebel. So, wir versuchen zum Loot hinzukommen. Das ist ja nicht mehr so weit, aber wir müssen schauen, dass wir so spät wie möglich in den Nebel kommen. Das wird sogar gehen. So weit weg ist es gar nicht. Könnte da direkt runterfliegen und dann bin ich noch im Nebel, aber wenn ich schaffe, da hochzufliegen hier. Da, näher, nee. Hier bin ich halt. Ja, jetzt fällt auch noch der Idiot. Hier bin ich halt. Wäre ich ja nicht im Nebel gewesen. Noch ganz kurz. Ausdauer. Da müssen wir unbedingt was machen. Ich habe Fähigkeiten, aber kann die alle nicht nutzen wegen Ausdauer. Aber ich kann nicht alles nehmen, ja. Weil ich anscheinend Sachen aufgesammelt habe, eben gerade die unwichtig waren. Hat halt nicht Zeit hier drin zu sortieren. Okay, jetzt müssen wir raus wieder. Schade, dass sie sich halt nirgends festhalten kann. Aber wirklich nirgends. Müsste nur raus, würde ich nach Hause teleportieren. So ein bisschen festhalten wäre halt nicht verkehrt. Wir sind Level 5 gewesen. Und ich habe ja das Gear, was jetzt okay ist, aber die haben trotzdem reingeschlagen mit so hohem Level. Ist ja bald kaputt, meine Fackel wieder. Was das überhaupt war? Was wir sehen hier an, steht nichts da. Ja, Fragezeichen, ne? Ist ja klar. Ich müsste mal kurz aus dem Nebel raus wieder. Da sieht's gut aus, Fragezeichen da hinten. Ja. Das ist ein riesen Nebelgebiet hier gewesen. Wahnsinn. Wollte ja nach Hause porten, aber irgendwie doch nicht. Okay, ich habe keine Äste. Ich wollte noch eine Fackel holen, wenn ich im Ding unterwegs bin. Okay, kann auch jetzt nichts herstellen. Es geht, es geht. So. Wieso, 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 was passiert? Null Miasma, ich war doch draußen die ganze Zeit. Hä? Ich hab's. Ist die Zeit? Ich bin doch aus dem ersten Mal raus, bin vor, hab kurz die
Hab kurz die Fackel gebaut und fertig. Und jetzt? War da nochmal eine Zeit? Habe ich gerade nicht gepeilt. Ich bin doch aus dem Ding raus. Aus dem erstmal gewesen. Habe ich nicht gesehen. Oder also meiner Meinung nach war ich aus dem erstmal raus. Ich habe ja einen Ausweg gesucht, da bin ich hoch, habe ich gesagt, ja, geil, cool. Da kann man raus. Und da war ich draußen und dann stand ich wieder drin, oder was? 600 Meter, das ist schon jetzt weit. Jo. Können wir die skippen? 300 Meter, ich habe keinen Autolauf, ich muss wieder mich kurz. Moment. Fuß wechseln. Fuß wechseln hier. Hier ist irgendwas, was so blubbert. Was ist das? Achso, das sind diese Dinge, die explodieren, oder? Ich schon erneut mein Loot holen, ey. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich dachte, ich bin. Ich schau mal, ich laufe den gleichen Weg hier, oder? Miasma? Bin ich drin? Schau. Hier gehe ich raus. Miasma raus. Und dann auf einmal komme ich her und sterbe. Ich war doch die ganze Zeit hier, oder? Wo habe ich denn das gemacht? Ist hier zu krass, Miasma, eine andere Stufe oder was? Jo, jo, anscheinend. Ja, okay, krass. Hier ist eine andere Stufe. Ich komme da nicht hin. Wie heftig, guck mal an. Yo. Ja, okay, da war ich. Dann habe ich das doch richtig gesehen. Krass. Da braucht man vielleicht irgendeinen Buff oder so, das was das Ganze irgendwie so zurückhält, eine kurze Zeit. Ich gehe mal nach Hause. Boah. Gehst du denn auf einmal sofort tot? Leider kann ich das halt noch immer noch nicht. Alchemist in der Wacht. Heiltinkturen sehr hilfreich. Vielleicht ist das was. Ich kann es leider noch nicht upgraden, weil ich habe. Doch, ich habe Funken jetzt. Guck mal an. Ah, Funken habe ich. Einen. Erstmal Flüssigkeit habe ich jetzt alle weggeschmissen. Vielleicht habe ich noch welche in der Kiste. Roter Pilz Harz. Okay, Harz habe ich auch noch nicht. Ey. Hallo? Dann lass mal der Wolf halt Wolf sein. Ich habe Escape gedrückt und war sofort am anderen Monitor. Mal kurz auffüllen. Harz 1. Acht. Vier. Metallschrott, geil. Das habe ich gebraucht für irgendwas gerade.
Da! Die Flamme stärken. Knochen, Miasmaflüssigkeit, Tierfeld, Funken. Knochen. Tierfell. Knochen. Miasmaflüssigkeit. Und den einen Funken hier. Ich habe sogar zwei. Hatte ich den schon immer? Tun wir das mal upgraden hier. Geht das jetzt? Ach, der Pilz noch nicht. Könnten wir auch sammeln oder wir haben noch ein bisschen Pilz hier drin. Pilze habe ich immer weggetan, als erstes. Wir haben gebraten, aber keine Ruhen mehr. Ich meine, ein Pilz sollte jetzt nicht scheitern, oder? Wird hier irgendwo ein Pilz hier sein? Einer? Ich glaube, fünf Stück brauchen wir. Wir kriegen auch keinen Schaden, wenn wir parieren. Das ist heftig. Ich glaube mal testen. Hier müssen zwei sein. Hier, da habe ich heute sogar drei. Hier habe ich heute das Short geschnitten für morgen. An der Stelle. Es war jetzt nicht so aufregend, aber es war meine erste Begegnung mit Wölfen. Fand es okay. Also schön die Shorts auf den anderen Plattformen abchecken. Beste. Natürlich die Links in der Beschreibung. So. Pilze, Pilze, Pilze. Voodoo hätte Gras, ich suche aber Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Das ist krass, geh, und schon Inventar voll. Ich bin jetzt 2 Minuten hier unterwegs und schon Inventar voll. Nein, ich dachte, da wäre ein Pilz. Doch. Jetzt aufwerten. Komm. Erste Mal. Ja, geht. Stärke der Flamme. Miasma von 5 auf 6. Miasma Passierstufe 2. Das kann das sein. Passierstufe. Altar. Aktivierungskapazität 2 bis 4 auf 4. Charakter Attributsboni 1. Vielleicht kriege ich dann. Kann ich noch einen Buff haben? Stufe 2. Die Flamme, der Funke des Wissens, in dir wurde entfacht, macht dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die zwei Obelisken der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Jo. Okay, als nächstes brauche ich Wachs. Salz habe ich, Funken, Miasma. Plünderer, Mutterkopf. Okay, Mutterkopf. Ah, Miasma Seele habe ich nicht gefunden. Genau, das war das. Neue Sachen auf der Karte. Fugim der Flamme. Das kann ich ja dann gleich sehen. Erstmal habe ich ja hier Salz mitgebracht. Ja, die hatte ja irgendwas. Hallo. Herstellen. Für was brauchte man denn Salz? Für Fell und so ein Scheiß. Getrocknetes Fell, genau, mit Salz. Erstmal Chance auf Crit. 2% Chance auf Fernkampf, mehr Ausdauer. Wachsfackel.
Ausrüstungsverbesserung hier. Manuelles Handwerk, Rucksack. Soll ich das hier verbessern? Oder was macht der? Erhöht Chance auf Crit. Achso, ich habe die gar nicht dabei, die Dinge. Was ist gemeinsam überleben? Ich habe schon lange genug, um zu überleben und zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere schlafen auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich vage an den Ort. Gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Geh nun, wir vertrauen auf dich. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Ich brauche diese Leuchtdinger da. Ich brauche diese Leuchtdinger da. Jetzt mal stacken hier. Hier sind sie.